Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Im letzten Teil haben wir zwei Prüfungen bestanden, die uns auferlegt wurden. Ne, drei sogar, oder? Oh, ich bin so vergesslich. Ich glaube, es waren drei, oder? Ja, ich meine, es wäre... Warte mal, da war die Luftkombo als letztes, dann gab es noch die 100-Treffer-Kombo und dann gab es noch die Magie. Ja, genau, es waren drei. Okay, gut. Mal sehen, ob es das alle waren oder ob wir noch eine machen dürfen. Ich hoffe mal nicht. Und vor allen Dingen, was bringt das uns, wenn wir diese Prüfungen bestehen? Das sind alles noch so ungeklärte Fragen, die es noch zu beantworten gilt. Und da ist mal wieder jemand, der um Gnade windelt. Ich war... Vertraut meinen Weissagungen, bitte! Tiresias, der blinde Prophet Thebens, schmort im achten Kreis des Betruges. Er wurde vom Mann zur Frau und frönte beider Geschlechter Freuden. Naja, ich sag mal so, es ist ja nichts Verwerfliches daran, wenn man sich heutzutage umoperieren lassen will. Manche fühlen sich halt einfach nicht so und frönte beider Geschlechter Freuden, aber es ist ja eigentlich nichts Böses, oder? Ich weiß es nicht. Ich mach, glaube ich, mal wieder Erlösen. Ich bin heute mal wieder nett. So. Hier fehlt mir eindeutig die Musik bei diesem Minispiel. Das wirkt alles so monoton und langweilig. Naja. Und ich habe mal wieder die Viereck-Taste versammelt. Das muss ja sein, sonst wäre es ja kein richtiges Spiel. Ja. Man hat gesehen, ich mache es natürlich mit Absicht, ist ja klar. Also, als ob ich daneben drücken würde, ich bitte euch. Okay. Kriegen wir 750, ja, ist doch ganz gut. Ich bin eure Iha, okay, endlich mal wieder jemand erlöst. Wurde auch mal wieder Zeit. So, erlöse dich selbst. Verdammt, das sieht aus wie die nächste Prüfung. Naja, dann gucken wir mal. Vielleicht sind sie auch fünf. Wer weiß. Naja, wir gucken erstmal, was da auf uns wartet. Hätten die falschen Propheten hier deine Zukunft nur vorhergesehen? Okay, Hexer. Heißt was? Na toll. Dass hier rüberzukommen ist schon eine Prüfung. Ah, okay. Hat geklappt. Bleibe 8 Sekunden in der Luft. Wie geht das denn? Vernichte 2 Gegner in der Luft, während du eine Herausforderung meisterst. Das ist der Bonus. Wie soll ich denn 8 Sekunden in der Luft bleiben, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich das denn hinkriegen? Leute, jetzt mal ernsthaft. Ey, die kommen auf Ideen, jetzt mal ernsthaft, ey. Wie soll ich das denn machen? Oh, nee, ey. Ich dachte, die davor wäre schon scheiße genug mit diesem blöden, ich weiß auch nicht, mit diesem... Okay, Moment. Ah, 6 Sekunden habe ich es geschafft. Ich weiß es auch gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Ah, okay, so. Puh, wie soll ich das denn bitte 8 Sekunden schaffen, Leute? Okay, wenn man einen Gegner... Wenn man einen Gegner anvisiert hat, oder besser gesagt getroffen hat, dann holt er sich immer noch zusätzlichen Schwung. Alter Vater. Gott, wie denkt sich sowas aus, ey? Okay, was haben wir da? Sieht aus wie ein beschädigtes Zahnrad. Ah, okay, das ist wieder so ein komischer Aufzug. Na gut, dann geht's jetzt halt so abwärts. Oh, Glück gehabt. Oh, und noch eine. Ey, Leute, jetzt reicht's. Das macht keinen Spaß. Ich hoffe mal, das lohnt sich wenigstens, dass wir diese komischen Prüfungen machen. Okay, das ist jetzt schon auf jeden Fall schon wieder so eine Stelle, die mir, wenn ich fertig bin mit dem Spiel, im Gedächtnis bleiben wird, fürs nächste Mal durchspielen. Brodeln der Hölle der Politiker, die schlimmsten aller Lügner. Wie es auch schon mal in einem Teil gesagt hat, die Politiker der heutigen Zeit. Naja. Verdammt. Ich will es immer mit Kreis machen. Okay, lass mich raten, diese Brücke wird sich auch wieder zurückdrehen, sobald ich darauf laufe. Ja, wird sie, da sie keinen festen Ankerpunkt hat, sonst hätte man es gemerkt. So.
Okay, was jetzt hier? Vernichte alle Gegner und beschütze den Menschen. Oh ja, genau, eine Escort-Mission. Ey, alle Unschuldigen müssen überleben, ja. Wahrscheinlich ist es dann auch noch so, dass ich die dann selber gar nicht hauen darf, was? Au. Ach, und das sind auch noch so diese blöden Explosionsviecher. Ich bin echt dankbar für den heiligen Windstoß. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Der ist wirklich supi. Ich glaube, so ist besser, als wenn ich dann immer von links nach rechts laufe und die versuche aufzuhalten. Aber das dauert so seine Zeit. So, erwischt. Okay, Leute, ich habe es doch bewiesen, dass ich es kann. Lass doch einfach aufhören. Ist doch in Ordnung. Okay. Sind nur zwei Unschuldige. Und jeder von... mindestens einer muss überleben. Ich hoffe, das sollte ich hinkriegen. Außer die kommen jetzt noch mit was ganz Fiesem. Jetzt fangen sie ja schon an, hier mehrere Gegner auf einmal loszuschicken. Aber das sollte auch kein Problem sein mit dem heiligen Windstoß. Der mir gerade echt gute Dienste leistet. Ich weiß auch nicht, wie ich damals auf den Namen Heiliger Wind... was habe ich gesagt? Heiliger Lichtstrahl gekommen bin. Ich so falsch liegen konnte. Und das war, glaube ich, noch in der gleichen Folge, wie ich den heiligen Windstoß auch bekommen habe. Da habe ich dann schon den Namen falsch ausgesprochen. Das hat sich dann so eingebürgert in meinem Namen. Oder eingebrannt, besser gesagt. Und ja, dann bin ich es nicht mehr losgeworden. Bis ich dann plötzlich einmal durchs Menü so gegangen bin, im Offscreen... vor einem Part, den ich aufnehmen wollte und dann gesehen habe, ach, oh, das heißt ja Heiliger Windstoß. Naja, so kann's gehen, ne? So, Leute, reicht das jetzt nicht mal? Wo ist hier das Problem? Oh, ey. Bam. Das ist ganz gut. Auf der einen Seite mit den schwachen Heiligen Windstößen beackern und den letzten... richtigen heiligen Windstoß dann auf die letzten Gegner schießen. So, oben, wir haben was verbessert. Sehr schön. Zack, so. Ach, bitte lass es das jetzt gewesen sein. Oder müssen wir tatsächlich irgendwie neuen Prüfungen machen für die neuen Kreise der Hölle? Ich will es mir gar nicht ausmalen. Das kann ja noch heiter werden. Ups, das war ein bisschen zu weit. So sieht es auch schon besser aus. Okay. Zack. Ach, das sieht auch wieder... Oh, nee, ey. Komm, jetzt reicht's doch mal mit den Prüfungen. Ich speichere mal. Das müsste jetzt schon die sechste Prüfung sein. Ich glaube, es stand da auch gerade beim Spielstand. Ach, nee. Hier bei den Heuchlern bist du zu Hause, Dante. Im sechsten Höllenkreis. Ja, wie ich es natürlich gesagt habe. Das heißt, es werden wahrscheinlich 9 Stück sein. Na, super. Was kommt jetzt? Besiege alle Gegner ohne Mana einzusetzen. Ja, das fällt mir ja nicht schwer. In weniger als einer Minute, Meister. Das ist die perfekte Prüfung für mich. Der heilige Windstoß verbraucht ja auch keine Magie, von daher... sollte das kein Problem sein. Ohne Mana, unvorstellbar für mich. Naja, das ist eine angenehme Prüfung. Damit habe ich eigentlich relativ wenig Probleme. So. Erlösen wir den noch. Das geht ja, glaube ich, auch nicht auf die Mana, ne? Ist ja halt erlösen und nicht irgendwie zaubern. Ich darf halt nur nicht auf die L1-Taste kommen. Und dann noch auf eine andere Taste, sozusagen, um den Zauber dann noch auszulösen. Das sollte kein allzu großes Problem darstellen. Sage ich jetzt. Wer weiß, was mich noch erwartet. Und kabam! So. Ach. Na, wie geht's denn so, Kumpel? Herausforderung abgebrochen. Fliehe? Warum fliehen? Kann ich den nicht besiegen? Wieso soll ich denn fliehen? Wer flieht denn bitte hier? Wir sind noch nie vor diesem Vieh geflohen. So, komm mal her hier. Zack. So, jetzt müsste es eigentlich Viereck sein. Ja, dann kommt jetzt gleich Dreieck. Ich hab's mir nämlich gemerkt. Dreieck und jetzt kommt Kreis.
Das ist immer das gleiche Quicktime-Event. So. Zack. Dann machen wir die restlichen Gegner damit noch kalt. Okay, aber der hat die Brücke zerstört. Du hast mir alles genommen. Oh, da ist ja wieder eine Brücke. Hoffe ich mal. Wow, okay, okay, okay. Was jetzt, was jetzt? Ah, alter Vater. Wow, und abwärts. Alles in Slow-Mo. Okay, das hat doch geklappt. Die hat mir gefallen, die Prüfung. Aber jetzt kommt natürlich auch noch die 7. Prüfung. Wer hätte es gedacht? Und dann noch die 8. und die 9., wenn wir Glück haben. Also, Glück war jetzt ironisch gemeint, natürlich. Dort unten erleiden die Diebe ewige Höllenqualen. Okay, die Diebe. Vielleicht könnte ich mir da vorstellen, dass man bestimmte Gegner erlösen muss oder sowas. Weil wir ihnen so gesehen die Seele nehmen oder bestrafen halt. Ich weiß es nicht, mal gucken. Besiege alle Gegner, bevor deine Gesundheit auf Null sinkt. Ha, so ein Spaß. In weniger als einer Minute meistern. Ja, mal gucken. Na gut, dann probieren wir es doch direkt mal. Wie schnell sinkt die denn? Okay, das ist ja... Die geht ja relativ langsam. Heißt natürlich nicht, dass sie auch die ganze Zeit über so langsam läuft. Kann natürlich auch sein, dass es dann gleich ein bisschen schneller vonstatten geht. Und die fahren jetzt wahrscheinlich nochmal alle Gegner auf. Ich habe schon bei dieser einen Stelle gesagt, wo wir das große... Oh, und wir kriegen auch wieder Leben dazu. Ja, das ist doch cool. Bei der einen Stelle, wo ich gesagt habe, wo wir diesen großen Titan geritten sind, da kam es mir danach schon so vor, als wäre es kurz vorm Ende des Spiels, weil das ja so ein großes Highlight war, sag ich mal, was man sich ja gerne fürs Ende des Spiels aufspart. Jetzt muss ich aber sagen, kommt es mir eher hier so vor, als wären wir kurz vorm Ende, weil das jetzt noch so Prüfungen sind, wo ich mir vorstellen kann, dass am Ende als Belohnung, sozusagen als Belohnung, die Beatrice auf uns wartet und dann der Endkampf kommt oder so, weil die jetzt hier nochmal alle Gegnerarten auffahren, die wir im Spiel kennengelernt haben. Deswegen, weiß ich nicht, erscheint mir irgendwie ganz logisch. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Magenverstimmung. Ah ja, wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl von diesen ekligen, dicken Viechern mit Brüsten zerstört. Okay, jetzt muss ich hier dran klettern. Ah ja, okay. Wieso muss ich da dran klettern, wenn ich... Ach so, oh, verdammt. Ja, ich ahne schon, was jetzt gleich passiert. Schnell nach unten, schnell nach unten, schnell nach unten. Und aus dem Weg. Puh, Glück gehabt. Sehr schön. Okay, die letzten beiden Prüfungen waren jetzt nicht so schwer. Fand ich ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal die nächste. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Obwohl, eigentlich würde ich jetzt eher sagen, dass ich hier erstmal einen Cut mache. Hier kannst du dich mit den falschen Ratgebern verbrüdern. Dass ich erstmal einen Cut mache, wollte ich eigentlich sagen, weil ich nicht weiß, wie lange diese Prüfung jetzt gleich dauert. Und das wäre doof, wenn ich dann mitten im Schluss machen müsste. Vor allem, wenn es das auf Zeit ist. Deswegen sage ich erstmal, das war's für Let's Play Dante's Inferno und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also bis dann, ciao!